Hi und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um den Festool Reparaturservice. Der Festool Reparaturservice hat von uns drei Geräte bekommen: diese Tauchkreissäge, eine Pendelhub-Stichsäge und vor längerer Zeit eine andere Stichsäge von Festool. Und wir haben die eingeschickt, haben die auch zurückbekommen. Der Ablauf ist im Internet ziemlich gut durchdacht. Ja, aber das, was wir dreimal zurückbekommen haben, war absolut scheiße. Absolut. Ich bin sehr enttäuscht, weil es eine Firma ist mit sehr hochwertigen Geräten. Ich arbeite sehr gerne mit diesen Maschinen, weil die auch sehr präzise sind. Und wenn ich so eine Maschine einschicke, dann möchte ich die eigentlich auch repariert zurückbekommen. Und dann gehe ich davon aus, dass die zerlegt wird, dass der Mangel behoben wird, dass danach getestet wird, ob dieser Mangel noch vorhanden ist. Und das findet einfach beim Reparaturservice nicht statt. Bei der Tauchkreissäge, die hier ist, hier, da war folgendes Problem. Man ist eingetaucht und dann hat man gesägt und dieses Sägeblatt hier ist einfach, man kann das einfach bewegen. Das sieht man hier. Ne? Es ist absolut das Lager kaputt. Ich schicke die weg mit der Beanstandung, dass das Lager von der Sägeblatthalterung defekt ist, dass das Sägeblatt schlägt und dann steht in dem Reparaturauftrag, dass die instand gesetzt wurde, dass ein Lager getauscht wurde und beim ersten Benutzen ist dieser Mangel einfach immer noch da. Und dann frage ich mich, warum ich die Maschine für teuer Geld einschicke und mir nicht einfach eine neue kaufe. Ja, das muss mir einfach erklärt werden, weil warum sitzt da ein Mitarbeiter, der Geld bekommt, der aber seinen Job gar nicht richtig macht? Denn wenn ich das mache, dann ist das große Palaver da. Aber andere können das machen, kein Problem. So, wir haben also viel Geld dafür bezahlt, die reparieren zu lassen und wurde eigentlich gar nicht repariert. Und diesen Aufkleber, Prüfung nach DGUV, die kann ich mir auch sparen deswegen, ne? Und bei der Stichsäge war es noch viel besser, weil die Kreissäge kann ich ja schließlich benutzen. Meine, die Ergebnisse sind absolut für die Tonne, aber es sägt ein Brett durch und man hat danach zwei. Und die absolute Krönung war die Pendelhub-Stichsäge. Die haben wir eingeschickt, weil der Motor defekt war und die ging einfach nicht mehr an, hat auch gestunken. Ich denke, der Motor ist durchgebrannt. Und dann wurde der Motor getauscht. Und nachdem die Maschine zurückkam, wollte ich die das erste Mal in Betrieb nehmen. Das war jetzt vor kurzem. Und dann kriege ich einfach nur kein Sägeblatt mehr in die Aufnahme. Was aber vorher, bevor ich die eingeschickt habe, funktioniert hat. Top! Super! Also, wenn man die Maschine zerlegt und das tauscht und es wurde 100% zerlegt, dann, weil das Ding hängt ja irgendwo am Motor über ein Getriebe, dann denke ich mir, wenn ich das zusammenbaue, dann nehme ich doch mal ein Sägeblatt und stecke das kurz da rein und gucke, ob das funktioniert. Nee, machen die nicht. Dafür zahlt man dann trotzdem Geld und wenn man es reklamiert, heißt es ja, das war nicht, als wir die weggeschickt haben. Das ist absolut. Dieser Reparaturservice von Festool ist leider, leider für einen so massiven Konzern absolut lächerlich. Wenn ihr auch diese Erfahrung gemacht habt, dann schreibt mir einen Kommentar unten rein. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen. Ich will gar nicht die Maschinen schlecht machen, die sind top. Aber der Reparaturservice ist absolut lächerlich. Na gut, danke sehr. Lasst ein Abo da und viel Spaß.